Eine neue Einheit gibt es heute von mir. Und zwar machen wir heute Konditionstraining. Konditionstraining etwas anders. Das heißt, ich versuche immer alles zu verbinden. Also nicht hier Konditionstraining oder Krafttraining, Muskeln pumpen oder sonst was. Sondern alles, was ich mache, sollte immer in irgendeiner Form etwas mit Karate zu tun haben. Wir haben immer noch natürlich Corona-Krise. Sport im Freien ist zulässig. Ich versuche das euch jetzt hier in der Halle zu zeigen, weil ich kann jetzt natürlich nicht draußen die Kamera mitnehmen und irgendjemand haben, der hier mit mir rumläuft und mich da abfilmt. Das ist etwas schwierig. Daher mache ich das hier in meinem kleinen Sportzimmer. Was ich heute mit euch machen möchte, es geht um Konditionen in der Form von Joggen. Joggen ist relativ einfach, hat jeder schon gemacht. Man kennt es, man tut im Prinzip, man läuft, synchronisiert die Atmung mit der Schrittfolge und dann kommt man eigentlich gut über die Runden. Ich möchte das jetzt mit euch etwas anders machen, das heißt, ich möchte in diese Sache Armtechniken mit einbauen. Und ihr werdet dann sicherlich sehen, wie schwierig das eigentlich ist, wenn man quasi nicht seinen Bauch festhält, also nicht stabil hält, weil spätestens, wenn man dann Techniken macht und joggen will, dann verreißt unten das Gestell und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass eben das Zentrum nicht passt. Und deswegen finde ich Joggen eine gute Übung. Ich selber laufe aktuell so zweimal die Woche 5 Kilometer und kombiniere dann den einen oder anderen Kilometer mit verschiedenen Techniken. Die Nachbarn haben sich schon daran gewöhnt, dass da so Verrückter rumläuft, der da mit Armen und Beinen rumwedelt. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr hilfreiche Sache. Und zusätzlich macht man natürlich mehr als nur Joggen, indem man noch mehr am Körper bewegt und noch mehr Konditionen aus der ganzen Sache rausholt. Wir fangen also erstmal an mit den Grundsachen. Das heißt, wenn ich jetzt jogge, und das passiert ja oft auch in der Halle, dann kann man das auf der Stelle machen. Also ich simuliere jetzt quasi das Joggen im Freien, simuliere ich, indem ich hier versuche permanent auf der Stelle zu joggen und dann meine Übungen dazu zu machen. Und so könnt ihr das natürlich zu Hause machen, aber schön ist natürlich, ihr lauft draußen im Freien und habt hier so quasi noch zusätzlichen Effekt dazu. Jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Beim Joggen möchte ich auch noch was dazu sagen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir natürlich von der Vorstellung hier, so mache ich das jetzt im Moment klar, wie wenn wir eine Kugel haben, die sich hier vorwärts dreht. Das heißt, ich komme, setze auf und bewege mich quasi so vor mit einer Kugel, die sich geführt in diese Richtung dreht. Wenn ich das Ganze natürlich mehr karatemäßig betrachte, dann habe ich normal, was sagt man hier, dieses Flugzeug landet und dann dreht sich eigentlich die Kugel so rum. Andersrum. Die dreht sich nicht blatt. Ich kloppe da irgendwie vor und mache meine Technik, sondern sie kommt und untergräbt den Gegner. Und so kann man das natürlich auch beim Laufen machen. Müsst ihr mal einfach draußen probieren. Jetzt dreht diese Kugel hier. Und das ist auch wieder hilfreich, wenn man hier quasi die Hände am Anfang locker dran lässt am Körper. Die drehen plötzlich andersrum. Ich kann also hier vorwärts machen. Und ich kann die Rotation der Hüfte laufen lassen wie im Karate. Und trotzdem kann ich joggen gehen. Ist sogar, finde ich persönlich, nicht so schlecht für die Knie. Also ich habe nicht dieses harte Auftreffen auf den Knien, die ich abfedern muss und irgendwann, wenn ich viel und lang laufe, vielleicht Probleme mit den Knien habe, sondern ich komme sehr sanft auf, weil quasi die Knie von unten hier schieben und sanft, viel sanfter aufsetzen. Die einzige Schwierigkeit ist, wenn es bergauf geht, dann muss ich
quasi meine Beine immer mehr geben, dass ich trotzdem den Berg hochkomme. Was man natürlich beim Vorwärtsjoggen hier den Berg rauf rennt oder von unten rauf geht. Ne? Ist ein bisschen anders Gefühl. Also wir laufen auf der Stelle, versuchen das rückwärts laufen zu lassen. Und dann hat man natürlich das gewisse Warmlaufen, das wir hier jetzt hier down machen. Das ist so bei mir meistens so, also von meiner Strecke, die ich zufällig habe, ist es ein Kilometer Warmlaufen. Dann gehen erst einmal ein halber Kilometer einen Berg rauf. Das heißt, dann bin ich erstmal ziemlich konditionell gefordert, um nicht zu sagen am Ende. Nee, aber dann bin ich den Berg oben und dann versuche ich wieder die Atmung unter Kontrolle zu kriegen. Und wenn ich dann den Berg oben bin, dann geht es also so langsam immer schön gerade oder bergabwärts zurück zu meinem Wohnort. Und da fange ich dann an, Techniken zu schlagen. Das heißt, hier geht es dann wieder darum, wie im ganzen Laufen. Man kann es also sagen, hier, ich habe auf zwei Bewegungen. Das ist also das kürzeste Intervall. Ich tue auf jeden Schrittfolge zweimal hintereinander einatmen, zweimal hintereinander ausatmen. Wenn man es dann länger macht, hat man. Dann tun wir quasi auf drei Schritte: dreimal einatmen, dreimal ausatmen. Wenn ich gerade gut drauf bin, dann geht es auch mit viermal. Und je mehr die Steigung wird, desto anstrengender wird es natürlich und dann wird es dann auch von viermal auf dreimal, auf zweimal, aber einmal wird es dann nicht. Also das ist dann gehaspelt, da wird man dann eher Seite stecken. Also auch hier beim Laufen wichtig, dass die Atmung synchron zum Fuß vollgeht. Und jetzt haben wir das nächste, wir machen also beim Laufen hier den Bauch hart. Also er bleibt ruhig, aber ich konzentriere mich hier auf den inneren Bauch. Sonst funktioniert es nicht. Und dann fange ich einfach beim Laufen zu viel zu schlagen. Das ist nur, wenn ich hier Tat mache, kann ich die zu viel schlagen. Wenn ich da nichts mache und laufe, dann merken viele, boah, ich eier mit dem ganzen Körper hinterher. Weil, wie so oft, ich natürlich mich auf den Endpunkt, die Faust konzentriere oder viel zu viel Kraft hier drin habe. Und plötzlich verreißt mir den ganzen Körper. Wollen wir aber nicht, sondern wir konzentrieren uns aufs Zentrum. Wir machen es da einfach noch ein weiter. Ich erkläre weiter. Also hier ist es wichtig, ich muss diesen Synchronisierungspunkt finden, weil ich schlagen kann. Also ich kann nicht irgendwann zum Mitten einschlagen, sondern ich muss schauen, ich habe den Bauch. Der Bauch macht immer noch die Rotation. Also sind diese Übungen eigentlich, ich trenne die Füße, die hier irgendwas machen können, von dem Oberkörper und der Bauch. Und der Bauch kann immer noch fortgehen, von der Kraftlinie, kann immer noch komplett seine Achter machen.
seine Rotationsbewegung. Tut er auch, sonst kann ich das oben gar nicht stabil halten. Das heißt, hier macht der Bauch immer noch. Er rotiert quasi hier. Langsam gezeigt. Hat immer noch die Hüftrotation drin. Aber mich interessiert nicht mehr, was meine Füße machen. Und viele verbinden viel zu viel die Füße und das, was den Oberkörper macht. Muss nicht sein. Okay, dann haben wir jetzt genug Chokis gemacht. Machen wir einfach eine Einladung. Einmal okay oder Uchi okay. Das heißt, auch hier dreht der Bauch. Auch 50. Und halt immer mal Kraftlinie nach oben, ich halte die Embus hin, das heißt die Richtung, laufe mit den Füßen und rotiere in der Hüfte. Macht ihr hier natürlich, ihr joggt, macht was für die Kondition, macht was für euer Karate, bewegt euch zusätzlich zum Joggen. Das heißt, super hervorragende Konditionsübung und auch für Lockerheit. So, jetzt kommt das nächste, wir haben Naiwanuki. Jetzt machen wir natürlich Naiwanuki. Hier habe ich in der frühen Einheit schon mal gebracht, wie man auf dem Galvanuki Energie bringt.
Und das nächste ist die Technik. Wir machen den Chudanuketi genauso. Das heißt, hier laufen wir weiter. Ich nehme mir also gerne bestimmte Ziele vor, weil je leichter die Übungen, ist es leichter eigentlich nicht vorzeitig abzubrechen, sondern ein Ziel vor Augen zu haben. Und dann schafft man oft auch mal 10 Techniken mehr, als wenn man das ohne Ziel gemacht hätte. Nur weitermachen. Okay, dann kommt als nächstes Gegnerbereich. Das geht natürlich. Wir versuchen uns wieder laufen zu konzentrieren. Selber locker bleiben, fühlen den Bauch, die Rotationsbewegung in der Hüfte. Und inzwischen dürfte es auch bei vielen von euch schon nicht gut klappen. Einfach, ich kann wirklich den Oberkörper kontrollieren und was die Füße machen, ist mir dabei völlig egal. Diese Übungen funktionieren nicht nur beim Joggen, die funktionieren übrigens hervorragend auch am Crosswalker. Da kann man dann natürlich noch zusätzlich etwas einbauen. Also wer einen Crosswalker zu Hause hat, kann am Crosswalker laufen und bei diesem Laufen in den Füßen probieren, die Kraft aus den Füßen zu holen. Also nicht die Kraft, sondern man muss ja da treten an dem Crosswalker. Die Stange lässt mir in dem Fall los. Das heißt, ich muss diese Rotationsbewegung über die Füße erzeugen. Das ist dann ein bisschen anders wie Joggen. Aber um da die Muskeln zu stärken, kann man ja jetzt dann versuchen, den Kopf auf eine Höhe zu lassen. Also nicht den typischen Crosswalker, ich gehe hoch runter, sondern ich bewege mich unten. Und der Kopf bleibt auf einer Höhe. Wie ja in Karate eigentlich auch bleiben sollte. Das heißt, man soll ja nicht auf und ab gehen. Viele gehen hoch, weil sie halt dann einen Schritt machen. Eigentlich wäre besser, man geht, wenn man angreift, tief. Hat auch so verschiedene psychologische Effekte im Kampf später. Das heißt, wenn ich jetzt
hochgehe, also das sind aber dann Nuancen natürlich, wenn ich hochgehe, werde ich natürlich für den Gegner gefühlt größer und dann reagiert er natürlich schneller. Wenn ich sozusagen runtergehe und kleiner werde, also von unten angreife, schaue ich nach oben, Kehlkopf, also bei uns ist nicht Kinn, sondern typischerweise Kehlkopf, die Trefferfläche, also in der Theorie, Wettkampf natürlich nicht, dann bin ich kleiner, wenn ich in die Tief gehe und von unten nach oben komme und bin weniger bedrohlich und habe vielleicht schon wieder einen Bruchteil einer Sekunde für mich gewonnen, weil kleiner ist für den Gegner, ich werde, wie wenn ich weggehe, kleiner, weniger bedrohlich und wenn ich dann plötzlich komme, habe ich mehr Überraschung an dieser ganzen Stelle. Also wir laufen immer noch. Sind wir Gedan-Bereich. Müssten wir jetzt genug haben, Gedan-Bereich, denke ich mal. Das heißt, wir kommen mit dem nächsten. Stoki, auch das funktioniert natürlich. Und auch hier. Rotiert die Hüfte. Hüfte, konzentriere mich aufs Zentrum, in den Geiste und natürlich auch real, dreht die Hüfte minimal, um daraus die Energie für die Technik zu holen. Das ist keine Armtechnik, das ist eine Bauchtechnik. 20. Dann kann man natürlich auch hier beim Laufen, ähnlich wie in meiner letzten Einheit, versuchen, nicht bloß 1, 2, sondern versuchen beim Laufen auf mehr Training 1, 2, 3. Man merkt ja schon, in welcher Geschwindigkeit die Techniken Sinn machen, ohne dass jetzt hier irgendwas durcheinander kommt, sondern die Synchronität vom Körper. Reihetechniken. Okay, dann können wir nachher nochmal dazu kommen. Was ich dann natürlich auch mache, laufen, auch das sehr interessant. Ich fange dann etwa an bei 3,5 Kilometer, einen Kilometer oder einen halben Kilometer rückwärts zu laufen. Das heißt, ich drehe um und dann versuche ich, da ist man natürlich mehr fersig, einfach mal quasi rückwärts ganz normal zu laufen.
Also ich versuche das jetzt hier ansatzweise zu zeigen. Und genauso natürlich wie vorwärts zu laufen. Ganz normal rückwärts joggen. Könnt ihr euch auf der Stelle ruhig probieren. Ich suche mir da natürlich einen Feldweg aus, der nicht um zigtausend Biegungen geht, damit ich nicht ständig nach hinten schauen muss, sondern ein Feldweg, bei uns ein Schotterweg, der ist gut 3-4 Meter breit und der geht einfach schwörwärts gerade in eine Richtung, sodass ich also nicht aufpassen muss, was hinter mir kommt, mich nicht umdrehen muss, sondern im Rückwärtsgang einfach in der Mitte von dem Weg bleibt und dann darauf vertraut, dass da nichts im Weg steht. Wenn er durch den Hund kommt, habe ich Pech gehabt, aber auch das kriegt man ja frühzeitig mit. Und auch andere sehen einen ja, wenn man da rückwärts daher gejoggt kommt. Auch das, wenn ihr das probieren wollt, sehr interessant. Beansprucht völlig andere Beinpartien, völlig andere Muskeln in den Beinen und ist am Anfang mit bestimmten Ziehen in den Beinen natürlich verbunden, vor allem wenn ihr das noch nie gemacht habt. Und wenn ihr dann nach einem halben Kilometer oder einem Kilometer wieder nach vorne wechselt, dann merkt ihr plötzlich, boah, das geht ja so super schnell nach vorne jetzt. Also ihr merkt plötzlich, ich habe völlig andere Muskeln benutzt. Und es ist sehr interessant, auch fürs Gleichgewicht durchaus rückwärts zu joggen. Weil im Karate bewege ich mich auch nicht nur vorwärts, sondern muss rückwärts. Und da ist jetzt eben auch die Übung, auch beim rückwärts joggen, Bewegungen zu machen. Dann auch wieder. Eins, zwei. Einfach locker im Joggen rückwärts. Ähnliche Techniken. Eins, zwei. Durchzuführen. Und euch nicht beirren lassen. Jetzt rückwärts unterwegs seid. Genauso ruhig bleiben, der Struktur zum Laufen, als wenn gar nichts wäre. Wer weiterlaufen. Später kann es am höchsten vorwärts wieder sein, aber wirklich laufen. Und später, wenn wir jetzt dann sozusagen mit dieser Joggrunde fertig sind, dann hat man wirklich, dass man sagt, ich bin jetzt hier locker. Ich bin einfach hier entspannt. Ich muss die Füße nicht verbinden mit meiner Technik, die ich schlag. Das ist aber nicht das Typische, was man sieht. Das ist statisch. Ich bin hier einfach locker, die Hüfte rotiert. Das ist das Joggen. Also nicht hier Wettkampf. Das nicht, sondern einfach locker. Hüfte rotiert permanent in irgendeiner Form und bleibt einfach locker. Im Kampf wird es auch das nochmal haben,
das gar nicht so mit beiden Füßen, sondern auch hier bewegt die Füße nicht die Füße, sondern der Bauch kontrolliert die Bewegung. So. Gut. Jetzt lassen wir es dabei mit dem Ball bewenden. Wenn man gejoggt hat, ist es natürlich mal eine Anspannung für die Waden, für die Beine. Das heißt, wenn ihr vom Joggen kommt, dann solltet ihr euch noch die Zeit nehmen, die Beine oder Füße entsprechend zu dehnen. Wir normalerweise, vielleicht kann ich das hier zeigen, anhand des Polsters, versuche ich das mal hier hinzubekommen. Das heißt, man hat einen Tisch irgendwo und kann natürlich den einen Fuß drauflegen, stehen bleiben und dann kann man sagen, okay, jetzt dehne ich mich runter, quasi locker die Oberschenkel, die Waden, ziehe die Füße dann. Und auch hier, denkt ans Dehnen, nicht ans äußere Dehnen, sondern der Bauch. Auch der Bauch, wie bei diesen Aufwärmübungen oft, der steuert alles. Und eine Dehnungsübung macht eigentlich nur Sinn, wenn sie, ich sag mal, mindestens 30 Sekunden gehalten wird. Besser ist, ihr nehmt euch Zeit, nehmt eine Position ein und dann zählt sie einfach mal gemütlich bis 200. Dann habt ihr einen Dehnungserfolg, einen Lockerungserfolg und könnt einfach da sagen, okay, ich lasse das jetzt, fühle einfach auch, was hier für ein Schmerz da ist, versuche aus diesem Schmerz, den ich spüre, einen Wohlfühlschmerz zu machen und dann diesen Schmerz loszulassen und auch hier von innen nach außen denken und spüren, wo steckt der Schmerz, wo zieht es, denkt an diese Stelle hin und lasst es dann einfach zu und versucht bei den ganzen Dehnen nicht zu verkrampfen, sondern den Körper zu entspannen. Das ist also die eine Variante, die kann man natürlich links-rechts machen, werde ich jetzt nur kurz andeuten. Ihr habt ja die Zeit, das selber zu machen, links-rechts. Dann gibt es eine schöne Möglichkeit, ich hoffe, das funktioniert hier. Das heißt, auch wieder auf dem Tisch liegen, der ist jetzt etwas zu hoch für mich. Und dann seitlich, also normal solltet ihr stabil am Boden stehen, Fuß seitlich und auch hier kann man sich am Tisch festhalten und mit dem Knie nach unten ziehen. Auch das ist dann eine sehr schöne Übung zum Dehnen hier. Den da hinten. Also man kann hier wieder seine 2 Minuten, was entspricht ungefähr, wenn ich normal bis 200 zähle, weil ich zähle ja nicht 21, 22, dann wäre es mehr natürlich, sondern ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41, 45, 46, 7 und dann bin ich bei 200, bin ich ungefähr bei meinen 2 Minuten. Dann hat man einen schönen Dehnerfolg auch. Das heißt hier. Dann gibt es dann natürlich auch auf der anderen Seite, dass man den wieder hier herlegt, rangeht und hier Druck aufs Knie gibt. Auch hier, wer ein Stechen im Knie spürt,
sollte erst einmal die Knieposition verändern. Das heißt, ist etwas unterschiedlich immer. Entweder ich versuche hier beim Knie einen spitzen Winkel reinzubekommen, um den Schmerz wegzukriegen, oder ich versuche möglichst einen 90 Grad Winkel oder größer zu bekommen. Das müsst ihr ausprobieren, das hängt immer davon etwas ab, woher der Schmerz kommt, was hier an der Struktur vielleicht nicht ganz passt. Wenn die Struktur passt, sollte da nichts sein. Ihr solltet auch das Knie komplett irgendwann auf die Tischplatte bringen. Geht jetzt hier nicht, weil, wie gesagt, der Tisch zu hoch ist. Und es dürfen eigentlich keine Schmerzen im Knie auftreten. Also wenn ihr Schmerzen bei dieser Übung im Knie habt, schaut erstmal, dass ihr euch an diese Übung rantastet, wiederholt und immer euch mehr annähert. Das wird also dann dauert eine Zeit lang, aber wird dann immer besser. Und dann kann man natürlich diese Übung auch ganz normal ausführen. So, das heißt, also wir haben Dehnen im Anschluss. Dehnen Minimum 30 Sekunden. Besser ist 2 Minuten oder sogar länger. Und da gibt es auch, wo ich am schönsten spüre, dass diese 2 Minuten tatsächlich etwas bringen. Es ist diese Übung, die jeder kennt. Das ist, wenn man den Arm zur Seite nimmt und dann einfach hier anfängt zu dehnen, dann ist es natürlich, am Anfang hat man einen Zug, den spürt man ganz deutlich. Und wenn ihr das tatsächlich mal 2 Minuten haltet, diesen Zug, also beim Atmen spürt man sehr gut, nachher ist der Zug fast komplett weg und der Arm ist total locker. Und das ist, funktioniert hier auch, aber bei den Beinen sind wir es natürlich nicht so gewöhnt, deswegen dauert es wesentlich länger, bis da ein entsprechender Effekt auftritt. Also beim Arm kann man sehr gut nachvollziehen, wenn man das probiert, 2 Minuten halten, den Schmerz zulassen, akzeptieren. Nach 2 Minuten ist dieser Schmerz so gut wie weg. Kommt natürlich bei der nächsten Übung wieder, klar, erstmal, aber man merkt, ach, ich habe hier tatsächlich irgendwas getan. So, das war also für dieses Mal das Aufwärmen im Joggen. Vorwärts, rückwärts, Technik schlagen. Das kann man natürlich auch mit dem Handbo machen, da wird es noch etwas schwieriger. Machen wir vielleicht bei einer der nächsten Einheiten. Ja, so bleibt mir eigentlich dann nur noch zu sagen, probiert es aus, geht joggen, lauft, versucht den Bauch festzumachen, euch entsprechend zu bewegen, ohne dass das quasi das Fahrgestell hier mit rotiert und euch irgendwie durch einen falschen Schwung aus dem Zentrum bringt. Eine interessante Erfahrung, die euch sicherlich in irgendeiner Form weiterbringen wird, hoffe ich. In diesem Sinne, genug für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dankeschön.